Yo Leute und willkommen zurück zu Nier Replicant Version 1.2. Wir sind hier in Meeresfront, heißt es glaube ich, um einen Schamanenfisch zu besorgen, der als Basis eines Schmerzmittels für Jonas Schmerzen dienen soll. Und gleichzeitig haben wir gerade auch noch so eine Oma auf so einem Leuchtturm gesehen, die da auf eine Ankunft von irgendwem wartet. Ja, und jetzt wollen wir uns hier generell mal umsehen und mit den Worfbewohnern quatschen. Als die Welt im Ozean versank, okay. Ja, für die ist es great gewesen, weil sie damit zur Meeresstadt wurden oder zur Handelsstadt. I'll be careful. Ja, wir benehmen uns immer gut. Okay, hier geht's sonst nicht weiter. Ja, wir haben irgendwie auch noch keine Karten für diese Stadt und für das Gebiet draußen. Da müssen wir jetzt auch mal gucken, ob wir hier eventuell mal sowas kaufen können irgendwo. A port town like this is a real jewel. If you can't find it here, you don't need it. There's a ist post klar. Office in the center of town that manages to send letters and packages all over the world. We've also got lots of fish, which are in pretty high demand. Lots of ladies too, but they're not as sought after. Okay, die Fische sind hier gefragt, aber die Frauen nicht. Was soll uns das sagen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich so Mannsweiber, die hier auf Seefahrt und Fischfang gehen. Genau. Städte am Meer sind ja immer Handelsposten gewesen, denen es dadurch relativ gut geht. Okay, wir kommen hier doch noch irgendwie rauf und runter. Interesting. Ja, toll. Wir können um die Ecke springen, aber es ist eine unsichtbare Barriere in der Luft. Okay, warum stehst du hier in der Sackgasse rum? What are you doing, running around, sneaking up on people? Ich bin nicht wirklich angeschlichen. Ich bin angerannt gekommen. Nein. Okay, mehr will sie uns auch nicht mitteilen. This is getting us nowhere. Yeah. In that case, I shall locate an expert in the field. Wait, you can do that? Nothing is beyond the ability of Grimoire Weiss. Ist klar. Unser sprechendes Buch mal wieder. You humans are always asking for help rather than thinking for yourselves. It really is a loathsome habit. Warum sollten wir das nicht tun? And I have located a... Wow. I'm still... yes. Perhaps now you will treat me with a respect. Ich hätte hier so oder so noch mit jedem gequatscht, aber okay, er hat es uns jetzt wahrscheinlich genauer markiert, mit wem wir hier sprechen sollen. Okay, hier geht's nicht weiter, aber hier steht noch jemand rum. Lass mich raten, wir sollen sich von hinten anschleichen. No one can find me. Well, except you, I guess. Now go away before more people come. Naja, okay. So gut war dein Versteck jetzt auch nicht gewesen, Junge. Nur weil er hier in so ein paar hinteren Gassen steht, meint er wäre hier mega versteckt, oder wie? This gate is too rusted to use anymore. Ja, okay. Dann können die Einwohner, die dahinter leben, wohl auch nicht mehr in ihre Wohnungen zurück. Aber hier sind einige so Tore. Gehen die noch mal irgendwann auf? These stairs are tough when you're as old as I am. It makes shopping trips quite an ordeal. Jo ist das. So. Ja, ich vermute mal, hier wären wir auch von der anderen Seite aus hingekommen. Ich wollte jetzt noch einmal gucken. Wo sind wir hier jetzt hier oben nicht lang gegangen? War hier nicht noch irgendwo eine Ecke? Ach ja, ich glaube, da, wo ich vorhin runtergesprungen bin. Ah, nee. Stimmt, nö, da waren wir jetzt überall hier, ne? Es macht mir zumindest so den Eindruck. Was sind das eigentlich für komische Flaschen, die hier überall vor der Tür hängen? ja, okay. Dann gehen wir den Hauptpfad weiter runter.
Ach ja, genau, hier war die Sackgasse. Ja, eine Karte wird es etwas einfacher machen, die Orientierung hier. Und hier steht auch wieder jemand vor so einem Metalltor. Warum stehen hier überall Kinder in den Ecken und starren in die Sackgasse? Oh, ja, er hat wohl auch die Runenkrankheit. Das kennen wir. Ach so, deswegen stehen sie vielleicht hier überall in den Ecken. Weil sie alle Verstecken spielen. Wir müssen auch Tulpenzwiebeln oder sowas hier kaufen, glaube ich. But hey, since you're here, how about some... Nee, aber ich glaube hier... Achso, es geht noch weiter rund. Ah doch, Tulpenzwiebeln. 3 Stück brauchen wir, glaube ich, für irgendeine Nebenaufgabe. Thanks for your business. Hätten wir das auch schon mal? It's funny how people won't bat an eye about paying more, just because it's imported. Naja gut, wenn es die Waren hier nicht gibt. A shaman fish? Beats me. Maybe, hey, but since you... Ja, hast du Karten? Karte von Meeresfront, Karte der Südfelder. Das klingt doch ganz gut. Nehmen wir einmal das und einmal das. $1000, haben wir die? Jo, haben wir. Hope to see you again. Jo, wir haben eine Karte, Gott sei Dank. So, hier sind noch ein paar Kinders. Achso, das war der, der Verstecken spielt. I love the breezes that... Ja, danke fürs Gespräch. So, hier ist, glaube ich, die Brücke, wo wir jetzt auf der Seite auskommen. Genau, wo wir vorhin auch hinter durch die Häuser hinten ausgekommen sind. The moorings you see offshore were part of a massive bridge in the old days. But now that the science is lost, they're little more than a good fishing spot. Okay, die gehören zu einer großen Brücke, aber da das Wissen inzwischen verloren ist, sind sie kaum mehr als gute Angelplätze. Was für ein Wissen? Dass da mal eine Brücke war, oder wie? I'm a chef. And when I do, I'm gonna serve something besides fish. I love the... Ja, okay. Ich habe gerade irgendwo noch einen Speicherpunkt gesehen. Okay, der kommt aber auf der Seite. Wir gucken uns erstmal hier weiter um. Hier geht's auch nochmal runter. Ah ne, das Kind war da hinten gewesen. Ja, ich finde, das hier sieht doch sehr schön nach einer Wasserverbindung, oder? Zwischen Meeresfront und unserem Heimatdorf hier aus. Vielleicht kann man hier ja irgendwann mal herpendeln und rüberfahren. Man weiß es nicht. Hey, no outsiders allowed. Go! Ja, du bist ja nett, mein Freund. Man, I would love a drink right about now, but the missus would have my head. Diese Frauen. Warum haben die immer was dagegen, wenn wir trinken wollen? Eh? Shamanfish? Oh, sure, sure. They're a cinch. Practically jump into the net, they do. Ach, da hinten sieht man auch die Brücke. But I won't do it for you. So take this... Oh, and you can't catch them here at the pier. Go dip your line at the big beach on the west side of town. How do you fish? Okay. Ach, jetzt lernen wir auch noch angeln. You gotta move your body away from where the fish is going. Got it? Here. Give you a lure while I'm at it. Fishing is a test of wills between man and beast. Never give up the fight. Okay, wir haben eine Angel und einen Köder erhalten. Nice. Seestern. Und ihr, was macht ihr hier? The fisherman mentioned. Ja, gleich. Yesterday, which meant dinner was seaweed wrapped seaweed. I better make a serious haul today. Let me. Jo, scheint alle sein mit Angeln hier beschäftigt zu sein. For blowfish, so I brought as many lugworms as I could carry. That's the only bait those guys seem to like. Okay, ja, mal gucken, wenn wir irgendwann mal andere spezifische Fischarten angeln brauchen, ob diese Infos noch wertvoll sind. Aber Seegras kriegen wir hier erstmal so und hier liegen so ein paar Robben rum. Aber müssen wir selber angeln? Hieß es hier nicht auch irgendwie, dass hier irgendwo ein Fischhändler ist? Achso, der ist das. Was haben wir denn hier für einen Händler, einen Flaschenhändler? Ein Materialienhändler. Ist aber auch nicht das dabei, was wir brauchen. See you later. Ja, ich weiß es nicht. Us fishermen visit the tavern once a day.
Ja, auch das ist mir klar. Die Seeleute gehen gerne saufen. You eat nothing but the freshest catch of the day. Ja gut, das ist in Küstenregionen meistens so, ne? Dass man dann den frischesten Fisch bekommt. We've eaten fish for the past 9 weeks, so maybe I should get something else. Ja, hier essen alle nur Fisch. Folks say the metal bridge offshore used to carry large iron boxes filled with people. Voll mit Menschen und Waren verschickt. I think that's a bunch of bullplop. Ja gut. Ach, hier ist der Fischhändler. If you're ready to get serious about fishing, you'll need more than just a lure. Good variety. Eine gute Auswahl an Ködern ist äußerst wichtig. Jetzt sagt nicht, der verkauft nur Köder und keine Fische. Wattwurm für Salzwasserfische. Süßwasserfische. Dann nehmen wir mal so ein paar Köder hier mit, oder? Okay, der hier ist schon ein bisschen teurer. So, zack. Ich fürchte fast, wir müssen selber angeln. So, mit denen hier hatten wir, glaube ich, alle schon gesprochen. Hier ist auch nochmal eine Treppe. Ein bisschen verwirrend hier, die ganze Architektur. You have to know when to let things go. Even things that make you really, really angry. Ja, okay. Hier ist die Brücke. Und hier kann man auch nochmal über die Dächer laufen, warum auch immer. Kommen wir da drüben eigentlich irgendwo hoch? Da sitzen auch noch Leute rum. Ach, guck mal. Du hast das Tutorial Angeltipp 3 freigeschaltet. Ach du Scheiße, Tutorials liegen hier auch noch in Kisten rum, oder was? Oh Gott. Das sind bestimmt Tutorials, wie man hier unseren gesuchten Fisch angeln muss oder kann oder sowas. So, wo haben wir denn hier neue Tutorials? Geld verdienen. Anstatt Rohmaterialien an Läden zu verkaufen, kannst du nach Personen Ausschau halten, die diese benötigen. Auf diese Weise verdienst du oft mehr Geld, ja, wie das Hammelfleisch. Das Erledigen bestimmter Aufgaben erhöht dein Geschick beim Angeln. Dadurch wird es leichter, große Fische zu angeln. Okay, ja. Und vergiften. Oh Gott, da muss ich hier jetzt auch nochmal genauer nach zerstörbaren Kisten Ausschau halten, oder wie? Wo geht's hier hin? Okay, die alte Dame auf dem Leuchtturm bereitet Ärger. Okay. Angeln! Wird Angeln auf dem Bildschirm angezeigt, kannst du Kreis drücken, um den Köder auszuwählen und mit dem Angeln zu beginnen. Sobald sich deine Angelrute biegt, drücke Kreis, um den Fisch einzuholen. Neige anschließend L in die entgegengesetzte Richtung des Fisches, um seine GP zu verringern. Sobald die GP des Fisches aufgebraucht sind, ziehst du ihn automatisch an Land. Ja, ich denke mal, das werden wir jetzt hier mal irgendwie ausprobieren müssen. Um unseren Fisch zu bekommen. Welchen brauchen wir nochmal? Wie hieß der nochmal? Ein Marshall-Fisch oder sowas? I bet I can come up with an awesome tongue twister. Tongue twister. Er will sich einen Zungenbrecher ausdenken. Okay. Let's play tongue twister. Okay, die Jungs hier am Strand und die Jungs und Mädels scheinen irgendwie auf Zungenbrecher zu stehen. So, hier könnten wir jetzt angeln. Wattwurm. Probieren wir es mal mit einem Wattwurm. So, es zuckt manchmal. So, und ich drücke jetzt einfach... Genau, irgendwo hin. Es hat angebissen. Ich drücke irgendwie in die entgegengesetzte Richtung, bis sich sein Leben verringert. Ach so, ah, so ist das zu verstehen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ihn auch fast. So, und was haben wir? Du hast eine Sardine. Neuer Rekord. Du hast einen neuen Größenrekord bei folgender Fischart hergestellt. Sardine, du hast einen neuen Gewichtsrekord hergestellt. Okay. Die Sardine kann man auch wieder als Köder benutzen. Interessant. Muss gleich mal nachgucken.
wie der Fisch nochmal genau heißt, den wir suchen. Ah, okay, der geht wesentlich schneller. Das ist eine Wasserpflanze. Okay, ja, das war jetzt nicht so geil. Lass mich raten, eine Wasserpflanze? Ein Schamanenfisch. Das ist genau der, den wir brauchen. Ach, brauchten wir nur einen? Lieb Jona den Schamanenfisch. Okay, dann haben wir unsere Hauptaufgabe hier schon mal erledigt. Nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich nochmal den zweiten Teil der Stadt angucken und mal gucken, was die alte Dame auf dem Leuchtturm da so treibt, oder? Oh, da ist sie ja. Die Leuchtturmdame. Sie ist müde. Ja, okay. Man kann sie auch nicht weiter ansprechen. Okay. I said hold it. Ja, das haben wir wohl verstanden. How can you just ignore an old woman in need? Oh, I weep for this generation. Es ist ja nicht so, als wenn ich sie nicht hätte ansprechen wollen. Aber das Spiel hat es einfach nicht zugelassen. Ist das so? Diese Jugend. Zu nichts mehr zu gebrauchen. Oh, ignore her. We've a quest to complete. Unser Buch ist so hart. People like that are best left to their own devices. Oh, the pain. Ach komm, jetzt geben wir nicht unseren Schamanenfisch, oder? My illness has returned. It must have been the shock of seeing this rude floating book. Das ungezogene, schwebende Buch. Deswegen haben wir so Schmerzen. Book! Now see here, madam. I'll have you know. You did this. Oh, what a terrible thing you are. Was ist das schon wieder für ein abgefahrener Dialog? Für ein skurriler Dialog. Wie könnt ihr es wagen? Mich wie mit ein gewöhnliches... Was ist das denn für eine Übersetzung? Wie könnt ihr es wagen, mich wie ein gewöhnliches Taschenbuch anzusprechen, muss es heißen. You there, would you truly abandon a pitiful old woman to this cruel world? Nein, natürlich nicht. Oh, do please ask me. Unser Buch ist bis jetzt auf jeden Fall der geilste Charakter in dem Spiel. Ja, natürlich. How can we help you, ma'am? Oh, good heavens. I can't believe how much cajoling that took. Our apologies, ma'am. I am at a loss as to what aid we could possibly give a woman who is so clearly able to talk her way into anything. I need you to go to the post office and tell them to deliver my mail. I can't fathom why they... Das machen wir doch. Yeah, yes. Oh, the pain. Ein bisschen strange ist die gute alte Dame ja schon. Okay, we're going. Look at us go. Wow. Jetzt hat gerade irgendwie mein Daumen geknackt. Ist das jetzt eine Nebenaufgabe, die wir haben? Oder was ist das? Ne, so richtig nicht. Schauen wir mal. Ist das Teil unserer Hauptaufgabe? Ich weiß es nicht. Hier steht noch jemand und genießt die Aussicht. Ist echt ganz schick gemacht hier von der Aussicht. So I'm taking a little break. This is a great place to come and relax. Ja, das glaube ich. So, und hier dreht sich so ein Schneckenweg hoch Richtung Leuchtturm. Mal gucken, ob wir da auch noch drauf kommen oder ob die alte Dame den zugeschlossen hat. Aber wenn man ganz oft rollt, ist man, glaube ich, noch schneller unterwegs. Na gut, dass wir das mal ausprobiert haben. So, kommen wir hier rauf? Nein, höchstens hier rein. Ach so, weil wir jetzt, okay, von hier aus raufkommen. Den Perspektivenwechsel finde ich ja immer noch cool gemacht irgendwie. Aber gut, dass die Treppe nicht um den Leuchtturm herumläuft.
sondern nur quasi auf einer Hälfte vorhanden ist und wenn man den Rest innen durchgehen muss. Durch auch nur halbrunde Räume offensichtlich. Wo der Leuchtturm ja ganz rund ist. Genesungstrank. Und ansonsten ist das hier nur für die schöne Aussicht, oder wie? Aber es ist von der Atmosphäre echt ganz nett gemacht hier. Mit dem leichten Gesang im Hintergrund. Passt gut hier zur Meeresidylle auf jeden Fall. Gut. Wir sollen zur Poststelle, das trifft sich ganz gut, weil die, glaube ich, eh in der Hälfte der Stadt ist, die wir noch nicht untersucht haben. Das heißt, da können wir jetzt mal hinrennen. Müssen aber auch den ganzen Weg hier wieder zurück. Ah ne, hier war der Entspannungstyp. Ah, guck mal, jetzt lässt sie sogar mit sich reden. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Wir machen ja so schnell, wie wir können. So, wo war jetzt der beste Weg rüber? Guck mal, jetzt auch noch eine Tür. Die Kneipe. I gave my girl all these presents. And she left me for another guy anyway. Now my heart and my pocketbook are broken. So ist das öfters, wenn Beziehungen zerbrechen. Da kann ich dich trösten, da bist du nicht der Einzige, der darunter leidet. The mug will never leave you for another man. Voila! One bowl of our local specialty. Sardine pasta. Ach so, eine Schüssel. Ich habe gelesen, ein Schlüssel. Na gut, das war nicht sonderlich spannend hier drin. Die üblichen Kneipengespräche, würde ich mal sagen. Jo, mein Junge, wo willst du hin? Ach so, der unfreundliche kleine Junge ist es. Ah, okay, hier ist das rote X, also scheint mir tatsächlich ein Teil unserer Hauptaufgabe zu sein. Ja, die Post ist wirklich eine großartige Erfindung. Ich bin auch jedes Mal wieder beeindruckt. So, der Briefkasten. Achso, der Briefkasten ist... der Speicherpunkt ist sogar ein Briefkasten, ne? Wie kommen wir denn da rein? Wo ist denn der Haupteingang zur Post? Das X ist doch quasi da drin, oder? Oder muss ich aufs Dach? Naja, egal. Jetzt gucken wir uns doch erstmal den Rest hier an. Gucken wir gleich nochmal aufs Dach drauf. Ah, fangen wir hier an. What you doing up there? Observing the ocean. I'm heading out on a fishing run soon. If a storm catches you off guard out there, you'd best have kissed the family goodbye before you left. Ja, okay, so ist das. Wenn man mit einem kleinen Fischerboot in einen Meeressturm gerät. People use small crafts like these to access the best fishing waters, so we have to make sure they're in tip-top shape. Truth be told, these boats are pretty flimsy. Ja, auch der Tip-Top-Shape wird nicht gegen einen Sturm standhalten, würde ich vermuten, bei der Schiffsgröße. Aber er sagte uns ja auch schon sowas Ähnliches. Ja, Entschuldigung für die Störung. Okay, hier sieht es aber auch aus, als wenn sich so eine Crew gerade fertig macht. How many stupid errands are they gonna make me run before I can go? Tja. Hey, things could be worse. At least I'm not desperate enough to sign on with one of those wacky cults. Okay. Was für Kulte? Grimoire Weiss oder Noir? The new guy has talent, but he's impatient. I think we'll make him run those stupid errands for a while longer. Ja, okay. Er beschwert sich gerade, dass er 3 Monate dumme Aufgaben machen muss. Und sie wollen ihn auch weiter dumme Aufgaben machen lassen. 3 months in and he's already whining. He won't survive a single day at sea with that. I've got some time before the next fishing voyage, so I'd better rest up. When I grow up, I'm gonna be a big
big, strong sailor on a really huge boat. Or a botanist. I can't decide. Hast ja noch ein bisschen Zeit, mein Kleiner. A lot of rude, short-tempered people live here. I guess folks can afford to worry about little things when their bellies are full and the weather's good. Jo, das denke ich auch. Okay, hier ist anscheinend der Hafen. Der Fischereihafen dieser Stadt auf jeden Fall. My brother lives in another town. Ja, das wissen wir schon. I've about had it with the lighthouse lady. Sad thing is, she'll probably outlive me. Also das glaube ich nicht. Die Lighthouse-Dame sieht deutlich älter aus als du. I heard the lighthouse lady grumbling about some illness. Ha! Illness my ass. She's just faking it. Illness my ass. Sagt sie das wirklich? We're gonna do our special ritual. We can... No. My no-good husband starts drinking at noon, or earlier. I wish he would keep it under control. He's got kids to think about. Ja, ich glaube, deinem Mann sind wir schon begegnet. My husband goes to the tavern every day. Deinem auch. Das Taschengeld wird sie ihm streichen. So, aber ich glaube, jetzt haben wir hier im Groben und Ganzen alles erreicht. So, jetzt ist die Frage. Hier ist das X. Hä? War die Tür gerade auch schon markiert? Afternoon. Hey, so there's some old lady who yelled at us to come here and check on her mail and... Oh, you mean the lighthouse lady? Genau die. The very same. Now could you please deliver her parcels and silence her flapping gums? Ja gut, also die Post selber muss auch nicht die Post ausliefern. Das kann man schon mal liegen lassen, das ist schon okay. I injured my leg. I won't be delivering anything for a while. Ja gut, auch das könnte man einfach mal kommunizieren. Maybe we can... A hurt leg? What about your sacred postman's oath? Neither wind nor sleet nor terrible monsters of the night shall keep thee from... Hey, if your leg hurts, we'll just deliver it for you. Oh, that would be a huge help. Just be careful. Grimoire scheint davon nicht so begeistert zu sein. You don't say. Das Buch ist so hart. Du hast einen Brief für die alte Frau erhalten. Briefe ansehen. Notizen-Tab. Oh. You know, since you're here. What is it now? Die anderen 10 Briefe könnt ihr auch noch austragen. Village, right? Yes. Yeah. How do you know? Huh? Well, you're dressed differently, and you just have a certain air about you, I guess. Anyway, would you mind taking this letter to Popola when you go back? Sure. Machen wir. We might as well take the postman's oath ourselves. So, was war jetzt hier mit Notizen? Dokumente? Brief, Liebesbrief. Mein Herzblatt, bitte verzeih, dass der Brief so spät kommt. Ich bin vor kurzem sehr krank geworden und hatte Probleme, in diesem fremden Land einen Arzt zu finden. Die Leute hier haben mich jedoch sehr freundlich behandelt und verarztet. Ich komme jeden Tag mehr zu Kräften. Wenn meine Genesung so weitergeht, kann ich hoffentlich bald die Heimreise antreten. Ich denke jeden Tag an dich und sehne mich nach dem Moment, an dem wir wieder zusammen sein können. Pass gut auf dich auf und sei versichert, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um zu dir zurückzukehren. Um zur dir zurückzukehren. Ey, wer macht diese Übersetzung? Ja gut, aber vielleicht ist sie dann wieder etwas besser aufgelegt. Also vom Briefgeheimnis haben die hier in diesem Spiel oder in diesem Land auch noch nichts gehört. Vom Büro des Bürgermeisters von Meeresfront an Popola. Ich schreibe dir bezüglich der dringenden Angelegenheit in Adlerhorst. Wie du weißt, haben die Aktivitäten der Schatten dort stark zugenommen. Wir befürchten das Schlimmste. Mehrere Briefe an den Anführer wurden nicht beantwortet und unsere Händler haben seit kurzem keinen Kontakt mehr mit den Kunden dort. Auch wenn Meeresfront noch keine Probleme mit den Schatten hat, befürchten wir, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Sehr vorausschauend dieses Bürgermeisters. Dieser Bürgermeister. Ich möchte euer Dorf ermutigen, alle nötigen Schritte einzuleiten, um euch vor dieser schrecklichen Plage zu verteidigen. Der Verlust von 2 Vorposten wäre fast zu viel zum Ertragen. Ich hoffe, bald von dir zu hören. Ja, es wäre natürlich cool, wenn er es nicht nur ermutigen würde, sondern auch vielleicht mit eigenen Truppen unterstützen würde, wenn er jetzt schon dran denkt, dass die Schatten eventuell auch bald bei ihm einfallen. So, was haben wir hier noch? Ein Schieberätsel. Wo wollen wir denn überhaupt hin?
Wenn ich wüsste... Achso, da ist ein Ausgang. Okay. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Ja, ich glaube schon, oder? Den jetzt nach oben. Ja. Ja. Ich glaube, hier wollten wir hin. Ich habe eine schwarze Perle erhalten. Wo haben wir denn die schwarze Perle? Nirgendwo. Schon wieder nicht auffindbar, kann nicht wahr sein. Auch nicht hier? Ah doch, hier. Eine große wertvolle Perle mit schwarzem Glanz. Ein auffällig verbeulter Metallschläger. Ein altes, zerfleddertes Schuhbuch. Ich vermute mal, von den Rohmaterialien hier kann man einiges verkaufen. Schade nur, dass er schrecklich schmeckt. Ja. Gut, schauen wir mal. Und das war's. Mehr geht hier nicht. Okay, wir haben eine schwarze Perle bekommen. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zu Popula und in unser Heimatdorf zurück. Aber ich denke, Leute, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich sage hier vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.